Also Leute, es begrüßt euch mal wieder der TT-Gamer. Volvagia ist nun Geschichte. Wir waren bei der Fee, haben ein Herzteil geholt und machen uns jetzt auf den Weg nach Kakariko, um dort ein paar Sachen im Skulltula-Haus zu holen, also uns ein paar Belohnungen abzuholen, dafür, dass wir so fleißig Skulltulas gesammelt haben. Werden dort in der Schießbude tätig sein, für einen größeren Pfeilköcher, glaube ich. Ja, und was werden wir noch machen? Wir werden dann anfangen mit den Nachtschwärmern, aber ob wir das in dem Part schaffen, weiß ich nicht. Auf jeden Fall werden wir dann endlich die Nachtschwärmer-Geschichte abhaken, wo ich schon so Angst vor habe. Und wenn wir die dann weg haben, dann geht's lustig weiter mit dem Wassertempel. Mein absoluter Lieblingstempel. Im ironischen Sinne natürlich. Ich hasse diesen Tempel. Ich denke, da werden wir auch die längste Zeit dran sitzen. Also die meisten Videos werden wir da machen. Weiß ich nicht, wie lange. 10 Parts, 11 Parts, 12, vielleicht auch 15. Ich habe keine Ahnung. Ich kann den Tempel überhaupt nicht. Ich bin mal gespannt, wie er mir dann gelingt. Auf jeden Fall, jetzt sind wir erstmal hier. Wir gehen als erstes in das Skulltula-Haus. Hier müsste das sein, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ja, und da hinten. Der kommt da runter. Das ist der, den wir befreien, wenn wir 100 haben. Die werden wir nicht sammeln. Der Fluch mir ist von mir genommen. Tausend Dank. Hier ist eine wertvolle Belohnung für dich. Er gibt uns, ach ja, die größere Geldbörse. Ja, die ist schon mal sehr gut. Da können wir jetzt 200 Rubine tragen. Ich weiß gerade gar nicht mehr, wo wir die herkriegen, womit wir 500 tragen können. Oder ob es in dem Spiel hier überhaupt eine gibt mit 500. Bei Majora's Mask gibt's die. Hier, des Stein des Wissens, ist auch nicht so lustig jetzt für uns, weil ich habe kein Rumble Pack. Und er gibt uns Bomben oder so einen Scheiß. Ja, ich weiß gar nicht, wo man die große Geldbörse hier nochmal herkriegt. Ich werde das auch nochmal nachgucken. Ach da, die Riesenbörse. Welch eine riesige Geldbörse. Ach so, jetzt, ja, okay. Also das Thema hat sich erledigt. Ich weiß, wohin man sie herkriegt beim Skulltula-Haus. Wir können jetzt 500 Rubine tragen. 99 Hammer. Das müsste aber reichen für die Schießbude. Oder besser gesagt, ich hoffe, es reicht für die Schießbude. Die nämlich ist hier oben, also das Gebäude, also Schießbude, nur tagsüber geöffnet. Ja, kein Problem. Spielen wir... Ach nee, das ist Hymne der Zeit, Leute. Das ist das Falsche. Ach, wie ging... Ich versuch's mal. Ja, ich hab die Hymne der Sonne gespielt, ohne nachzugucken. Das ist das Haus, jetzt die Schießbude da, wo sie immer rumgewerkelt haben, wo wir als kleiner Link waren. Habt ihr das gerade gesehen? Es wird Tag und da kommt der... Achso, ich habe gedacht, wir standen vor der Schießbude und habe mich gewundert, warum der aus der Tür kommt, wenn nur tagsüber offen ist. Aber nee, schon gut. Wo waren das jetzt hier? Das war die Schießbude. Ja, also hier das Haus, was jetzt endlich fertig gezimmert worden ist. Und jetzt wollen wir zu dem muffigen Mann da drin, da reingehen und ihn mal fragen, ob wir hier spielen können. Willst du ein Spielchen wagen? Es kostet dich nur 20 Rubine. Ja, wollen wir. Okay, das hier ist nur für echte Kerle. Die berühmteste Schießbude des Landes. Stell dich auf die Plattform, ziele genau. Du hast 15 Schüsse und musst alle 10 Steine treffen. Ja, komm, schieße mit B, ich weiß. So, jetzt wird's... Oh, ja. Und da haben wir schon verloren. Oh Gott, das ist scheiße mit meinem Controller. Das merke ich. Aber ist zu machen. Ist scheiße, aber man kann es schaffen. Also, wir machen nochmal. Und treffen die zum Glück. Ich habe gedacht, jetzt kommt der Grüne. Auch immer eine andere Reihenfolge hier. Das ist das Doofe.
Jetzt müssten zwei Grüne kommen. Ja! Ist klar! Noch nicht mal darauf kann man sich verlassen, dass die Roten zum Schluss kommen. Ja! Also, ich hab's euch gesagt, ich hoffe, ich bringe das hier schnell über die Bühne. Ja! Ja, Gott sei Dank, habt ihr das gesehen, Leute? Ein echter Kunstschuss, dass wir den noch bekommen haben. Mein Gott. Ja, komm jetzt. Jetzt kein Scheiß. Ja, und jetzt nur noch den Grünen. Ja, ich glaub's nicht, ich hab's geschafft. Ich bin begeistert, klasse, göttlich, ja. Vor allem das mit diesem Kunstschuss beim zweiten roten Rubin, der da so halb schon weg war. Hier, nimm dies als einzigartiges Präsent an dich. Da, der große Köcher. Jetzt kannst du insgesamt 40 Pfeile tragen. Sehr gut. Wie viele Pfeile haben wir denn? 40. Gut, er hat die aufgefüllt. Finde ich sehr gut. Weil das können wir gut gebrauchen für den Mist gleich mit den Nachtschwärmern. Da müssen wir sonst nämlich zwischendurch auch immer mal Pfeile holen. Ein bisschen mit Epona durch das Gras reiten. Da gehen uns nämlich sonst irgendwann die Pfeile aus, weil ich die Scheißgeister nicht immer beim ersten Mal treffe. So, jetzt haben wir noch ein bisschen Zeit in diesem Part. In dem Part möchte ich jetzt aber nicht mehr anfangen mit dem scheiß Nachtschwärmern. Deswegen machen wir folgendes. Wir gehen ein Herzteil holen. Auf der Hylianischen Steppe. Das konnte ich noch nicht holen, als wir noch ein Kind waren. Weil es unter Wasser war, wenn ihr euch noch daran erinnert. Aber ich werde es dann jetzt holen. Das war da in dem Loch an dem Baum. Das jetzt hier irgendwo. Ja, da ist schon mal so ein dämlicher Geist. Nehme ich jetzt nicht mit. Da ist der Baum. So, und jetzt. Vor dem Baum halten wir an. Haben eine Bombe. Legen die dahin, warten bis sie explodiert und dann müsste ein Loch. Jo. Und rein da. Jetzt ziehen wir die blaue Rüstung an, die wir für den nächsten Tempel brauchen, die eh viel cooler aussieht auch, finde ich. Und die Eisenstiefel. Oh, jetzt sind wir ganz schwer. Und ab hier runter. Und ein weiteres Herzteil gehört uns. Ein Herzteil. Finde noch so und so viel. Wir ziehen die Schuhe wieder aus. Oh, Moment. Spielstand sichern könnten wir mal machen. Haben wir auch mal wieder gespeichert. So. Und wieder raus hier. Okay. Ich mach dann hier schon mal einen Cut. Und würde sagen, wir sehen uns im nächsten Part an dem Schlosstor wieder. Und von da aus fangen wir dann mit den Nachtschwärmern an. Also, bis zum nächsten Mal, euer TT-Gamer.